Crusader Kings 3 wollen wir unseren Titel immer an unsere Kinder vererben. Doch was ist, wenn unsere Kinder nicht unserer Dynastie angehören, wir selber 69 Jahre alt sind und die Menopause schon etwas länger hinter uns haben und damit nicht mehr fähig sind, unsere Kinder irgendwo noch zu bekommen? Das schauen wir uns heute mal in diesem unmöglichen Start an, der eigentlich nur Tod und Game Over für unsere Protagonistin bereithält. Also schnallt euch an und schauen wir mal, was wir da leisten können. Und damit willkommen in England bei einem der schwersten Starts, die man in Crusader Kings 3 spielen kann. Denn wir sind hier bei Gidda Torgils Daughter von Devon, die mit zarten 69 Jahren bei schlechter Gesundheit und mit 10 Kindern lebt. Das Problem ist, sie hat 10 Kinder, aber diese 10 Kinder haben alle das rote Blutzeichen, das bedeutet Mitglied der Familie, aber nicht der Dynastie, weil sie offensichtlich eine nicht matrilineare Hochzeit eingegangen ist. Schäm dich, Gidda. Das war eine ziemlich dumme Idee. Was bedeutet, dass das Erbe von Devon, sobald wir sterben, an ein Mitglied einer anderen Dynastie geht, nämlich an die Godwins und nicht mehr an uns, die Munzös, die man vielleicht kennt, die sind ja tatsächlich auch im 867er Start ein von der Wikingerfamilie. Es ist also physisch nicht mehr möglich, dass unsere liebe Gidda Kinder bekommt und es ist problematisch, dass unsere liebe Gidda 69 ist in 1066. Ihr könnt euch denken, was ihre Lebensspanne ist. Die ist nicht mehr ganz so hoch. Wir haben also verschiedenste Probleme, denen wir kämpfen müssen. Wie können wir das Ganze umgehen, dass wir überhaupt unseren Titel weitergeben können? Da gibt es verschiedenste Optionen. Allerdings brauchen wir für die eine Option schon mal einen Titel, nämlich den Cornwall-Titel hier unten und den Herzogstitel, damit wir nämlich die zu Glück in unserer Kultur vorhandene Skandinavierwahl ansetzen können. Damit könnten wir tatsächlich unseren Titel retten. Dafür müssen wir aber auch 1500 Prestige sammeln, was nicht so wenig ist, auch wenn es wenig wirkt. Wenn man aber 69 Jahre alt ist, geht das nicht ganz so schnell. So viel Geld haben wir auch nicht mehr. Das heißt, die Zeit rennt uns davon. Außerdem müssen wir den Kampf gegen eben unseren Nachbarn gewinnen und wir müssten am besten eben schauen, dass wir sie irgendwie noch fit halten. Die zweite Option kostet sogar noch mehr Prestige, denn wir könnten unsere Kultur theoretisch abzweigen. Dann könnten wir hier eine Tradition einsetzen, die adlige Adoption heißt. Ihr seht aber schon das Problem. Diese Kultur ist erst um 1000 gegründet worden. Das heißt, unsere liebe Gidda müsste noch 34 Jahre leben, was, wenn ihr euch, wie ihr euch vorstellen könnt, ohne Herkules eigentlich nicht möglich ist. Das heißt, wir haben eigentlich nur diese eine Möglichkeit und diese Möglichkeit werden wir uns erstreiten. Also kommt mit mir auf die erste Reise, um unsere liebe Gidda doch noch irgendwie das Recht zu erstreiten, diesen Titel an ihre Dynastie weiterzugeben. Mal gucken, wie viel Tries wir brauchen und wie gut das Ganze funktioniert. Wie gesagt, wollen wir uns auf die Skandinavierwahl beziehen. Diese Skandinavierwahl ist ja auch schon in England eingesetzt. Wir müssen dafür aber ein Herzogtum haben. Das bedeutet, wir müssen unseren Nachbarn erobern, der eben hier nebenan sitzt und auch nicht sehr viel Truppen hat. Allerdings auch nicht viel weniger als wir, denn wir haben auch nur 400 Truppen. Und wie gesagt, das Geld ist sehr, sehr limitiert, was das Ganze problematisch macht. Aber wenn wir irgendwas tun, gehen wir auf jeden Fall mal in den Lebenswandelbaum. Gehen auf Bildung. Wir sehen natürlich, klar, nicht die Bäume, die wir wollen. Was können wir machen? Wir können oben unsere Vorzüge zurücksetzen. Das Problem ist, wir werden dann von Anspannung überwältigt, was auch nicht unbedingt gut für unsere Gesundheit ist. Dann gehen wir natürlich auf Gesundheitsbonus, damit unsere liebe Gidda wenigstens ein bisschen überleben kann und werden hier das gesamte Eimer ausfüllen. So sieht das Ganze doch schon besser aus. Im gesunden Körper bekommen wir einige Vorzüge für die Gesundheit, mittleren Bonus. Wir haben bei gesund nochmal einen mittleren Bonus und wir haben eben den kleinen Bonus, sodass unsere liebe Gidda hoffentlich noch die, naja, hoffentlich 80 erreicht. Ihr seht, jetzt ist die Gesundheit von schlecht auf in Ordnung gegangen, was eben sehr, sehr gut ist. Dadurch können wir hoffentlich ein paar Jahre rausholen. Das nächste Problem, was wir uns stellen werden, ist, niemand will mit uns eine Allianz bilden. Das heißt, unsere Hochzeit kann eigentlich nur über Militär gehen oder Verwaltung, wobei auch Verwaltung relativ egal ist. Das heißt, wir werden uns einfach den Theodorich hier nehmen oder irgendjemand, der eine Familie bietet, wobei da wahrscheinlich kaum etwas vorhanden sein wird, um uns eben einen guten Kriegs- oder Herrführer zu holen. Legitimität und Prestige verlieren dürfen wir aber nicht, deswegen auf jeden Fall schauen müssen, dass wir die korrekte Wahl treffen. Ah, der Ludrich von Sigmaringen. Er wird sich freuen, mit der guten Gidda, eine tolle Seele von 69, eine Hochzeit einzugehen. Kostet uns leider auch Prestige. Ah, wird aber, glaube ich, auch nicht möglich sein, dass wir keinen Prestigeverlust hinnehmen müssen. Ihr seht schon überall 300. Die einzige andere Option wäre eben tatsächlich nicht zu heiraten. Würde ich, glaube ich, sogar bevorzugen, auch wenn uns so ein Herrführer doch etwas ganz Gutes tun würde. Das heißt, wir haben jetzt erstmal unsere Gesundheit geregelt, können erstmal nicht heiraten. Das ist nun einfach so, die Wahl interessiert uns relativ wenig. Was wir natürlich machen können, ist oder müssen, ist ein Anspruch auf diese Region fingieren. Wir sind ja schon feudalisiert. Das kann es natürlich auch nicht viel besser machen, denn dadurch müssen wir eben gucken, dass wir auch tatsächlich einen Anspruch von unserem Suffranbischof, also Bischof, einmal fingieren lassen. Anders kommen wir da nicht voran. Die andere Option, die wir halt haben, ist durch sanktionierte Schlupflöcher können wir Ansprüche kaufen durch eben Frömmigkeit. Allerdings haben wir nur 100 und bräuchten 250. Ist jetzt die Frage, was zuerst eintritt. Wir müssen natürlich auf jeden Fall eben hier verschiedene Dinge unternehmen, Reisen, Jagden und so weiter, um eben unser Prestige zu erhöhen. Solange sie noch nicht, und das ist sie zum Glück noch nicht, gebrechlich ist, ich glaube, mit gebrechlich wäre das Ganze sogar nochmal deutlich härter. Und dann werden wir versuchen, diese 1500 Prestige schon mal zu sammeln, plus das, was wir für eine Kriegserklärung noch brauchen, um eben hoffentlich genug zu bekommen, um dann auch wirklich den Titel oder diese Wahl einzusetzen. Unsere ganzen Kinder sind zwar nicht von unserer Dynastie,
Dynastie können uns aber Vorteile bringen. Wir können erstmal bessere Ratsverwalter einladen und wir können hier unseren guten alten Elfgar Godwinson mit dem alten Tinder-Trick schön mit einem Bündnis hier vermählen. 1500 von Gwynedd, absolut herrlich. Das gibt uns genau das, was wir brauchen. Von daher nehmen wir das sehr gerne an, um uns die Macht zu geben, unseren Nachbarn auch nachher wirklich klein zu hauen. Das ist absolut wichtig, denn wie gesagt, unser Militär ist nicht da. Wir können auch nicht unsere lächerliche Kriegsvölker hier aufwerten, die halt wirklich erbärmlich schlecht sind, weil wir einfach dafür kein Geld haben. Wir müssen, wie gesagt, Jagden veranstalten, Festwälder und so weiter, um überhaupt eine Chance zu haben, auf unser 1500 Prestige zu kommen. Unsere erste Jagd ist ein absoluter Erfolg. Das ist schon mal sehr gut. Das gibt uns nämlich nur so um die 500 Prestige. Wir kriegen noch einen Gegenstand, ist nicht ganz so wichtig, aber ihr seht schon, einiges an Prestige, genau das, was wir brauchen, um eben unser Ziel zu erreichen. Bei unserem ersten Versuch versuche ich einmal eine Pilgerreise zu machen, damit wir vielleicht die Frömmigkeit bekommen, um uns den Titel zu kaufen. Denn ich hoffe, dass wir das Geld irgendwie anders sparen können. Ob sich das wirklich lohnt, das Geld jetzt dafür auszugeben, statt für den Titel. Das sei dahingestellt. Werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir halt unsere guten Gitter überhaupt hier lebendig durchbekommen. Ihr seht schon, da sind natürlich immer Gefahren, die hier drin sind. Aber wir kriegen auch Lebenswandel, den wir nutzen können, um vielleicht noch einen Trades freizuschalten und irgendwelche anderen Vorteile zu geben. Ihr seht zum Beispiel hier auch wieder 75 Prestige und 100 Frömmigkeit, was sehr, sehr gut ist für uns. Mit der Pilgerreise kriegen wir locker unseren Glauben, um hier mit dem Anspruch kaufen uns einmal den Anspruch auf den Titel zu besorgen. Jetzt haben wir zwei Optionen theoretisch. Wir können jetzt unseren Lehnsherrn bitten, also unseren Sohn, uns diesen Titel zu geben. Was natürlich ideal wäre, oder wir werden ihn mit unseren Verbündeten erobern müssen. Beides kostet Prestige. Das eine ist halt auf jeden Fall sicher, weil wir halt unseren Verbündeten Gwynedd hier reinrufen können. Am anderen ist halt die Frage, ob unser Sohn uns diesen Titel gewährt. Das ist jetzt die Frage, was da wohl effizienter wäre. Auf dem Weg nach Hause ist uns ein attraktiver junger Mann in die Arme gelaufen, den wir uns natürlich direkt mit nach Hause genommen haben, denn damit umgehen wir die 300 Prestige, die wir für die meisten anderen Hochzeiten nehmen. Und ja, die gute Gitta soll ja in ihrem 70ern ja auch noch ein bisschen Spaß im Leben haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Knickknack. Brother, da ich immer auf der Überholspur lebe und das Risiko liebe, gehen wir natürlich erstmal zu unserem guten alten, lieben Sohn, mein lieber Sohnemann, und sagen, hör mal, wir würden gerne diesen Anspruch haben. Ja, aber geht leider nicht. Die wollen ihn nicht abgeben. Wir haben damit keine Chance. Das heißt, das Risiko ist leider raus und damit geht nur noch das Brutale. Das heißt, wir werden die Ansprüche durchsetzen. Selber werden wir gar nicht kämpfen können. 400 gegen 300 ist halt irgendwie ein Match. Ich meine, wir können es versuchen. Das ist sogar 403 gegen 404. Ist halt die Frage, ob wir da überhaupt eine Chance haben. Ihr seht schon, die haben genauso viel Aufgebote wie wir. Wir haben auch genauso viel Ritter. Probieren können wir es ja mal. Es würde uns zumindest Prestige sparen. Ihr seht schon, wir würden da theoretisch, das ist aber nicht immer eindeutig gesagt, theoretisch besser sein. Aber wir haben Verteidigungsgebäude und Waldverwaltverteidigung. Ich glaube, dass uns tatsächlich das Spiel hier eine Falle stellen will. Aber lass uns mal drauf ankommen, sonst müssen wir unseren Verbündeten halt reinrufen. Ihr seht schon hier, wir haben einen deutlich besseren Herrführer, das ist gut. Der Roll von ihm war allerdings unverschämt. Ah ja, gut, das ist halt das Spiel. Aber ihr seht, hier haben wir 20% mehr Schaden. Von daher müsste das theoretisch möglich sein, dass wir hier tatsächlich gewinnen. Unser Befehlshaber ist einfach besser und seiner ist jetzt sogar gestorben. Und damit sollte eigentlich gar keine Chance mehr haben zu gewinnen. Das war aber tatsächlich wesentlich knapper. Ich befürchte aber, dass wir noch ein Problem bekommen. Nee, doch nicht. Wir haben den Kampf gewonnen und wir können tatsächlich belagern. Die Festung ist nicht stark genug. Sie ist nur ein Level 1 Burg bei 1066, okay? Und damit können wir tatsächlich die Belagerung durchführen. Kurze Zeit später können wir die Belagerung für uns entscheiden. Auch nach einem weiteren kleinen Sieg und haben eine wertvolle Geisel bekommen und damit den Krieg gewonnen. Unser erster Schritt ist fertig. Ja, wir müssen aber noch ein bisschen Geld bekommen, denn ohne Geld werden wir diesen Titel nicht gründen können. Das heißt, auch das ist noch eine Sache, die wir jetzt auf jeden Fall angehen müssen. Mit 250 Gold ist das für unsere liebe 70-jährige, gute alte Gitta nicht unbedingt so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Damit haben wir auch schon ein weiteres Jahr verplempert. Ihr seht schon, wir sind 71 Jahre alt. Das wird ganz schön knapp, um das Ganze zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Wir müssen noch 250 Gold ansammeln plus nochmal 750 Prestige bekommen, wobei wir dann hier natürlich einmal nochmal 300 Prestige abbrechen können, wenn wir eben den Herzogstitel gründen. Während sich Gitta langsam auf die 72 Jahre zubewegt, hat unser Sohn tatsächlich das Königreich England verloren. Natürlich gegen den guten alten Wilhelm den Eroberer. Ja, das war abzusehen und wir hoffen, dass er uns nicht unbedingt die Titel wegnimmt. Er hat allerdings keinen Anspruch auf unsere Titel, von daher sollte das eigentlich ganz in Ordnung sein. Noch haben wir auch unseren Bündnispartner Gwynedd, was eben sehr hilfreich ist, solange die Person nicht stirbt oder wir halt sterben. Sollten wir davon da ausgehen, keine Gefahr bekommen. Am besten wäre natürlich vom Papst Geld zu bekommen. Wir haben ja sehr viel Frömmigkeit, wie ihr sehen könnt. Allerdings ist er nicht so ganz geneigt, uns etwas abzugeben. Die gierige Socke. Ach, aber wenig später können wir unser Glaubensoberhaupt um Gold bitten. Wunderschön. Das gibt uns 100 Gold, was ganz knapp gerade so gepasst hat. Das reicht zwar immer nicht, um uns wirklich unseren Bonus zu bringen. Wir könnten einen Runenstein ausstellen, was uns eben 350 Prestige geben würde. Wir müssen aber erstmal leider auf diesen Herzogtitel kommen. Alles andere bringt uns nichts, denn die Zeit läuft uns davon. Und als ein Zeichen, dass die Menschheit doch noch gut ist, es nichts Schlechtes hier gibt, hat uns unsere Dynastie tatsächlich einen Gefallen getan, der nicht schöner hätte sein können. Denn sie haben ein Vermächtnis freigeschaltet. Und zwar das Vermächtnis Titelschaffungskosten minus 20%. Sowieso ist unsere Dynastie, das müssen wir hervorheben, eine wunderbare, liebe Dynastie, die uns auch schon die Jagd und die Festmäler vergünstigt hat. Von daher seht ihr, das gute Menschen
ist nicht gestorben. Und deswegen glaube ich auch an euch, dass ihr jetzt auf jeden Fall ein Like hier da lasst und subscribt und bei Twitch vorbeikommt, mir Follow da lasst, mir jede Liebe gebt, die ihr mir geben könnt. Und das ist sehr schön, denn wir können den Titel jetzt für 200 Gold freischalten. Das heißt, wir brauchen in Anführungszeichen nur noch 50 Gold, was, naja, mit unserer guten alten 72-jährigen Gitta nicht unbedingt so einfach ist, wie man sich das vorstellen mag. Aber es sind zumindest die besten Chancen, die man eigentlich haben kann, würde ich behaupten, solange sie nicht gleich irgendwie auf einmal stirbt. Um jede Unze rauszuquetschen, habe ich tatsächlich jegliches verfluchtes Kriegsvolk abgesetzt, was wir hatten. Denn andere Möglichkeiten gibt es einfach nicht. Ihr seht schon, das ist ziemlich leer. Lasst den Heuballen durchfliegen. Und wir haben uns tatsächlich ein zweites Bündnis an Land geholt, was ich auch eine sehr schöne Sache finde, nämlich mit Apulien 2300 Truppen. Das heißt, wir sind mit unseren 200, ja, mittlerweile wieder 300 Truppen tatsächlich recht sicher, solange wir unsere Bündnispartner behalten können. Wir hatten die Gelegenheit, eine Nebenlinie zu schaffen, was wir natürlich sofort gemacht haben. Warum? Es gibt uns 300 Prestige. Das heißt, schaffen wir die 200 Gold und schaffen wir es, das Herzogtum zu gründen, sollten wir die Möglichkeit haben, die Wahl einzusetzen und schauen uns dann mal an, ob wir vielleicht jemanden aus unserer Dynastie auch wirklich einsetzen können. Ich hoffe nicht, dass das ein Fehler war, dass unser Nebenhaus dann nur zählt, sondern dass die Dynastie tatsächlich zählt, wie zum Beispiel unser lieber dänischer Kollege hier, sodass wir dann mit dem weiterspielen könnten und damit das Spiel tatsächlich trotz dessen, dass wir keine Kinder kriegen, durchaus gewonnen haben und normal weiterspielen könnten, wenn wir das würden. Und dann geschah es. Zusätzliche Steuern, 100 Gold. Was war hier los? War Gitta eine lebende Heilige, unfruchtbar, aber doch wunderbar und von jedem geliebt? Anscheinend. Denn diese 100 Gold katapultieren uns zu dieses Herzogtum von Cornwall zu gründen. Das gibt uns 300 Prestige, wie ihr sehen könnt. Und wir können es einmal reinhauen. Und jetzt sind wir eine mächtige Herzogin. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hoffentlich unser Wahlrecht einzusetzen. Hier ist sie also, Gitta, mit ihren zarten 73 Jahren, mit ihren 10 Kindern, die übrigens gar keine Titel mehr haben, alle geklaut worden sind und die nicht zu ihrer Dynastie gehören und kann jetzt sich selber als die mächtigste ihrer Dynastie, ihrer Familie bezeichnen, als Herzogin von Cornwall. Und sie kann hier in diesem Titel ein Gesetz hinzufügen, und zwar die Skandinavierwahl, wo verschiedene aus unserer Dynastie gewählt werden und Anspruchsteller, die tatsächlich eben unserer Dynastie zugehören, sodass wir das Spiel auch weiterspielen können. Auf geht's. Das heißt, jetzt wählen wir unseren Nachkömmling, unseren Nachfolger. Und dieser Nachfolger muss natürlich, wir sind die einzige Kuhfürstin sind, das ist das Schöne, muss natürlich aus unserer Dynastie sein, damit das Ganze auch wirklich funktioniert. Das heißt, alle die hier, die in der Familie drin sind, das sind alles eklige Menschen. Wir wollen natürlich jemanden nehmen, der auch wirklich Sinn ergibt. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier unseren König nehmen würden, wäre eine Option, oder Lord Falster. Das könnte man dann selber entscheiden, wie wir weiterspielen. Mein Ziel wäre es noch, mit ihr schön Königreich von Cornwall zu gründen, natürlich. Das aber nur geht, wenn wir tatsächlich uns den Cornwallischen anschließen, das heißt der Kultur hier anschließen. Was durchaus möglich ist, da wir jetzt unsere Nachfolge eigentlich so gut wie geregelt haben. Wir nehmen einfach mal unseren Neffen hier und damit haben wir einen neuen Erben, der tatsächlich unserer Generation angehört und der auch schon tatsächlich zwei Kinder hat, wodurch wir keine Probleme haben sollten, in irgendeiner Form unseren Titel zu verlieren. Und damit haben wir einen der schwersten Starts der guten Gitta ja tatsächlich lösen können und überleben können. Zur Feier des Tages werden wir natürlich schön einen Runenstein aufstellen, denn das ist einfach eine absolute Sensation, dass wir das geschafft haben, und dadurch nehmen wir schön in Cornwall unseren neuen errungenen Zugtitel einen großen Stein, der uns tatsächlich eine neue Menge an Prestige gibt, die wir brauchen können, um zur örtlichen Kultur zu konvertieren und dann vielleicht sogar das Königreich von Cornwall zu gründen, vor die liebe Gitta stirbt. Da der Papst so beeindruckt ist von unserer Leistung, auch in unserem hohen Alter, können wir tatsächlich einige Ansprüche erbitten, auf Königreiche sogar oder auf das gute Herzogtum von Kent. Und warum nicht? Ganz ehrlich, wir haben uns verdient, einfach noch ein bisschen mächtiger zu sein. Und dieses Herzogtum sieht sehr, sehr gut aus, finde ich. Das wäre also auch eine Option. Vielleicht ist das auch schon mal ein gutes Ziel, um uns tatsächlich eine große Macht in unseren 80ern, naja 70ern zu gewähren. Vielleicht schaffen wir es mit der guten Gitta tatsächlich beides noch zu regeln. Das fände ich sehr spannend, um ehrlich zu sein. Ein wenig später könnten unsere tapferen Verbündeten, die so beeindruckt sind von unserer engelsgleichen Gestalt, unseren Krieg gewinnen, während Gitta selber noch eine Schlacht geführt hat, leider verloren hat und damit auch noch Kent für sich gewinnen. Guckt es euch an. Ist das nicht eine herrliche Geschichte, dass wir auch noch diesen Titel errungen haben? Natürlich haben wir jetzt einen extrem mies gelaunten Kameraden hier, aber wir haben tatsächlich unser Reich einfach mal verdoppelt. Das heißt, uns stehen alle Wege offen und das belohnt uns der Papst nochmal mit 100 Gold, weil wir einfach ein derart tolles und liebes Wesen sind, das einfach unfassbar graziös ist und niemand kann etwas gegen uns sagen. Da wir so heilig sind und es wirklich das Spiel ist komplett auf die Spitze treibt, erhalten wir auch den Namen die Keusche. Die gute Gitta mit ihren zarten 75 Jahren wird als die Keusche bekannt, weil sie einfach eine geheiligte Person ist, die es verdient hat, von den allen Männern, diesen schwachen, widerlichen Männern, gut behandelt zu werden. Mit ihrem wunderschönen 34-jährigen lieben Herzog Eldred. Ach, ist das schön.
Doch wie in jeder Herausforderung und jeder Tragödie, in einem guten Theaterstück, muss natürlich nach all diesem Ruhm der Niedergang kommen. Und so war Gidda nach all ihrem eifrigen Erobern, ihrer Keuschheit, feiernd in den Wald gezogen, um ein mächtiges Biest zu erlegen. Und das hat sie leider mit einem Geweihende durchbohrt. Und damit, nach all diesen Dingen, ist sie tatsächlich im Jahr von 75 nicht an Altersschwäche gestorben, sondern ermordet von einem Hirsch, der nun den Namen Fluch von Herzogin Gidda trägt und unseren Hof langfristig schmücken wird, wenn wir tatsächlich mit unserem Nachkommen Herzog Asbjörn von Cornwall weiterspielen. Denn wir kennen unsere Gidda. Die hat diesen Hirsch natürlich erstmal getötet, bevor er Rache üben konnte. Blutige, unverschämte Rache gegen Gidda die Keusche, die jetzt im Himmel mit Jesus und Gott und allen Heiligen speist. Denn das hat sie verdient. Ruhe in Frieden. Und damit endet die Legende von Gidda. Hochmut kommt vor dem Fall, sagt man ja so schön. Aber wir haben es geschafft, unsere Dynastie wieder aufleben zu lassen durch unseren guten Asbjörn hier, der tatsächlich uns eine neue Möglichkeit gibt, dieses Spiel weiter zu spielen, das Königreich Cornwall zu gründen und damit wahrscheinlich auch gigantische Reichtümer erschaffen kann. Wichtig ist natürlich, wir haben leider Kent verloren, weil das natürlich nicht mit der 1500er Wahl drin war. Wie gesagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Keine Jagd mit 75 machen, Leute. Das ist wirklich gefährlich. Wenn ihr weiterhin solche kleinen Challenge-Runs sehen wollt, es gibt noch wesentlich schlimmere, unmögliche Starts, die das Ganze noch schlimmer machen. Da hat es zwar auch mal was damit zu tun, dass wir keine Kinder kriegen können, aber es hat auch manchmal damit zu tun, dass wir einfach in einen unfassbar lächerlichen Krieg starten. Wenn ihr darauf mehr Bock habt, Abo da lassen, einen Kommentar da lassen und ein Like da lassen und sagt mir einfach mal, wie es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.